hätte gerne Penis-Ragout mit ein wenig AA-Soße. Einmal bitte Krokodilzone. Mit Muskatnussgewürz. Aber ganz wichtig, aber nicht zu... Und Eichelkäse. Aber nicht zu viel Pfeffer. Pochilobby. Hallo, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Blackface-Folge. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's... Nein, ist kein Let's Play, aber herzlich willkommen zurück zu Black Stories. Ich hab mal wieder die ganzen Chaoten dabei, und zwar Henrik. Der Boss. Ja, der Boss von dem Putzen. Fabi. Hey ho. Ja, und den Kraftkopf. Ja. Ja, und die heutige Black Story heißt Gaumenfreude, ja? Mein Mann Pimmel war gestern für deine Mamen Gaumenfreude, Alter. Nö. Sie hat gesagt, das hat er nicht gemundet. Ne, ich habe 3 Wochen nicht gewaschen, extra. jetzt hat sie halt. Wie er einfach darüber lachen kann. Ja, ich kann aber auch so lachen. Ich kann halt Spaß verstehen, ihr Pisser, Alter. Heute mal eine normale Folge wieder. Ja. Bei uns jockeln, also. Das ist richtig. Eigentlich kriegen nur. Ja. Hey, bei mir gibt's die nächste Chaoten-Folge mit. Klavier, mit Spielen wegen Beleidigungen wieder. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Guckt einfach jede Folge, dann werdet ihr sehen, was besonders da was. Genau, also ich lese jetzt mal die Black Story vor. Also Gaumenfreude. Ein Mann starb, weil er versuchte, anderen Menschen eine Gaumenfreude zu bereiten. Eine Gaumenfreude, Alter, was ist das für ein Ausdruck? Ja, ich denk mal, steht Gaumenfreude vielleicht für ein leckeres Essen? Nein. Aber es steht, also es hat was mit Nahrung zu tun. Das kann ich mir schon mal sagen. Ist ganz ehrlich, was ist das für eine scheiß Wortwahl? Ist der Typ Koch? Was ist das für eine scheiß Wortwahl? Der Typ ist nicht Koch, nein. Okay. Hobbykoch? Nein. Wenn ich noch einen Tipp geben darf, er arbeitet auf jeden Fall auch in einer Gastronomie. Er ist Kellner. Richtig! Sehr gut. Boah, das ging ja schon schnell. So, okay, hat er ist Kellner? Irgendeinem Kunden falsch bedient quasi, also mit etwas beliefert, das er nicht bestellt hat. Nein. Im weitesten Sinne. Also irgendwas, was also schlecht war oder so. Es ist auf jeden Fall relevant, was halt, sage ich mal, dieser Kellner geliefert hat. Besuch halt bestellt hat. Okay, okay. Hat der Kellner ihm gebracht, was der Besucher bestellt hat? Selbstverständlich. Kannst du die Story nochmal vorlesen, wie ist die ausgegangen? Also, ein Mann... Wie ist sie ausgegangen? Eben, deswegen dachte ich mir, ich lese das jedenfalls das vordere nochmal vor. Also, ein Mann starb, weil er versuchte, anderen Menschen eine Gaumenfreude zu bereiten. Also, der Kellner starb. Ich muss jetzt mich leider nochmal... Der noch Kellner starb. Jetzt, lass mich mal ausreden. Und zwar, ich muss mich jetzt nochmal selber verbessern, weil ich habe ja vorhin gesagt, er hat denen das gebracht, was deine bestellt hat. Das stimmt leider nicht ganz. Hurensohn. Wie? Er ist auf dem Weg zu dem Bringen. Also, er ist gestolpert. Nein. Aha. Wurde er umgebracht oder war es ein Unfall? Nein, das war so, sag ich mal, natürlicher Tod. Natürlicher Tod, also auch kein Unfall. Ja, was definiert man unter Unfall? Also, er ist halt einfach gestorben, aber nicht durch einen Mord. Mhm. Ja, natürlicher Tod wäre zum Beispiel ein Herzinfarkt. Nö. Und ein Unfall wäre halt, dass er sich den Kopf irgendwo aufschlägt oder so. Ja, ich weiß nicht, ich kann es jetzt irgendwo rein definieren. Also, wenn ich das jetzt sagen würde, was mit ihm passiert ist, dann. Nee, sag einfach. Es war einfach. Ich sag, es war ein Unfall. So. Okay. Du sagst es einfach so. Ist auch so. Aber das hatte wirklich niemand beabsichtigt. Nein. Es war ein Unfall, du Bauer. Ja, ja. Hä, was ist denn. Gib mal einen Tipp, wo wir uns ein bisschen in die richtige Richtung lenken können. Also, der Kunde. Also, der ist gay. Ist König. Ist König. Ja, das natürlich auch. Also er Mark Schwänze in seinem Anus. Ja, genau. Also Henrik, jetzt wissen wir, was du bevorzugst in einer Gastronomie. Ja, sicher. Aber nur in Köln. In Köln, Alter. Jawoll. Mit einem Kölner Bier nebenbei so. Bist du eklig, Klaus, Alter. Das sterbe ich lieber. Das glaube ich nicht. Du stehst ja doch drauf. Also, ich sag's jetzt mal, der Kunde hat kein Schwanz oder so bestellt. Nein, er hat was ganz, ganz Feines bestellt, ja. Schwanz-Ragout. Kaviar. Ja, aber... Hummer. Er hat seinen eigenen Dödel abgehackt, Alter.
Sag mal, was bestellst du immer, wenn du essen gehst? Kann das gar nicht nachvollziehen. Experimente. Henrik ist halt ein Feinschmecker. Henrik ist ein Star, gerne, hol ich hätte raus. Gerne Penis. Ich hätte gerne Penis-Ragout mit ein wenig AA-Soße. Einmal bitte Krokodilzone. Mit Muskatnussgewürz. Aber ganz wichtig, aber nicht zu... Und Eichelkäse. Aber nicht zu viel Pfeffer. Und nicht zu viel Muskatnuss, weil nicht zu viel Muskatnuss ist tödlich. Schon, also, alleine, schon nee, alleine, dass wir nicht mehr singen müssen, wenn wir irgendein Schimpfwort sagen, da eskaliert die also, Folge wieder völlig. Pisse. Also, Anus. Sau. Penis. Der Kunde, der hat Wein bestellt. Und jetzt? Okay. Ist ja, was macht dann der Kellner? Er holt natürlich den Wein, ne? Wo geht man halt gerne hin, ja, wenn man Wein holt? In den Weinkeller. Richtig! Und was gibt es für einen Wein? Heißt, er ist ein Kellerkind. Vergewaltigt? Ja, er ist Keller. Nein. Verdammt. Er ist die Treppe runtergefallen. Auch nicht. Vergewaltigt. Vergewaltigung, Vergewaltigung, Vergewaltigung. Er wurde anal Jungfrau, das ist dann ausgeblutet. Nein. Der Mann. Schrank mit den ganzen Flaschen ist auf ihn raufgekippt. Nope. Ja, genau, bestimmt. Ja, kann auch passieren, ne? Ich meine, ja. Ja, Paranormal Activity schon mal gesehen. Ja, war aber kein Weinflaschenschrank. Ja, das ist doch scheißegal. Deine Mutter ist übrigens ja. Ja, das auch. Das stimmt allerdings. Aber auch nicht aber die fett geil, Frage, ja? Die uns alle brennend interessiert, ist natürlich, war da einer im Kofferraum? Das würde ich auch gerne wissen. Welchen war der Kofferraum, Alter? Und hat der Typ gekellnert, um später einmal Bürgermeister zu werden, um Priester zu werden. Der eigentlich Priester werden wollte. Ach, ja, Patti war gar nicht dabei bei den ganzen Klassikern. Ich weiß, das ich ist weiß, unlustig. Aber, ja, eben, das ist auch unlustig. Das ist einfach nicht witzig. Nein, das geht so nicht. Sag mal, war da jemand im Kofferraum? Ja, der Michelin-Mann und hat dich persönlich vergewaltigt, Alter. Der Michelin-Mann? Ja, der Michelin-Mann. Der sieht übrigens aus wie deine Mutter vom Bauchumfang her, Alter. 44, okay. Sag mal, ich fand das eigentlich ganz witzig, dass ich diesen Aufnahmeteam zum ersten Mal verpennt habe und du mich einfach mal auf ein Handy angerufen hast. Ja, ne? Jetzt sind ja, du bist 20 Cent geworden. Weg wegen dir, du Pisser. Nein, ich 20 Cent? Ey, ohne Scheiß, ne? Ich bin vor drei Stündchen nach Hause gekommen, ja? Da denke ich an sowas nicht unbedingt gleich. Bitch, please. Und außerdem, wieso schickt ihr nicht einfach etwas in die WhatsApp-Gruppe rein, dann wäre ich schon längst gekommen. Wir dachten, du denkst mit. Ich hab dich über 1000 Mal im Revis TS angestupst. Aber du hast geschrieben, komm ja. TS. Und ja. dann hab ich gesehen, du warst da nicht im TS drin mehr. Oh, du... Ja, ich hab das nicht geschnallt, Mann. Verzeih mir doch mal. Okay, was komm, weiter im Text, Leute, weiter im Text. Okay. Also, ne? Also wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal so weit, dass der Kellner... Im Weinkeller. Dass er im Weinkeller verreckt ist. Ist er da verreckt? Ja, im genau, da ist er verreckt. Gut, okay. Da ist er verreckt. Ja. Und wollte er selbst was von dem Wein probieren? Nein. Er hat einfach totgesoffen. Was passiert denn, wenn... Also was passiert gerne mal bei einem Wein? Da ist korkig. Geht einem einen ab. Wenn man ihn länger stehen lässt, was passiert mit dem Wein meistens gerne mal? Der ist korkig. Er wird reif. Nein. Das stimmt. Ein spezielles Wort. Das fängt mit G an. Er gärt. Genau, er gärt. Und was passiert, wenn ein... Der ist explodiert. Nein. Wenn eine Gärung entsteht, dann passiert doch auch irgendein Abgasding, weißt du? Ja, ich wollte gerade sagen... Und der Korken, von dem Wein... Ist ihm in die Fresse geschlagen. Ins Auge. Nein. Hat sein Auge ins Herz getrieben. Da ist ein ganz bestimmtes Dioxid entstanden. Kohlenstoffdioxid. Richtig, genau. Und dadurch ist er halt erstickt und dann ist er verreckt. Ja, so ein Das ist natürlich logisch. Was? Super Story. Was ist denn das? Gewesen, bist du dumm? Also, die Story kann so niemals passieren. Das ist eine mega unlogische Story. Es steht so dran. Ich lese es mal vor. Beim Kellner seines hausgemachten Weines im Keller seines Hauses erstickte das Opfer durch das bei der Gärung entstehende Kohlendioxid. Boah, ist die so Scheiße, dumm, Alter. Boah, ist die Kacke. Ja, es ist immer besser als der verficktes Monopoly-Kack, Alter. Nee, ohne Witz. Doch. Das ist die schlimmste Black Story, die ich jemals gehört habe. Die ist aber einfach mega unlogisch. Simon, nein. Besser als deine scheiß verficktes Monopoly-Kacke, Alter. Die schlimmste war deine mit dem Priester und dem Bürgermeister. Die war aber logisch. Die war aber wenigstens logisch. Wie lange haben wir daran gesessen? Da kannst du an den Eiern kraulen. Was war daran da bitte logisch mit deinem verfickten Monopoly-Scheiß? Das war logisch. Ein Schritt und sie ist völlig ruiniert. Jetzt hör auf zu spoilern. Hä?
Ja, wenn sich die Leute die Folge noch nicht angeguckt haben. Ach, bitte! Vor allem, er hat einfach nur gesagt, was die Story einfach nur war, was du sowieso vorgelesen hast. Ja, eben, wollte gerade sagen, du Ja, aber irgendwas mit Monopoly hat er gesagt. Ja, jetzt wiederholst du noch ein paar Mal. Dann. Halt den Mund, diese Story war die größte Kacke und ich hoffe, dass Henriks besser wird, sonst kann ich... Henrik ist doch gerade so horny! Ja, Mann. Und der bezahlt Scheiße gehen, beste Aktion ever. Naja, gut, das war echt eine Kack-Story. Also so eine habe ich noch nie gehört. Was haltet ihr von der Story? Schreibt's in die Kommentare. Ja, da würde ich auch mal los. Sie hat zwei Schwierigkeitsgrad 2, ne? Also ziemlich cool. Schreibt mal rein, Hashtag Bullshit. Ja, ist auch so. Also meine Freunde, das war's von der Black Story und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, ciao! Cool.